play there, actually, from Killefish. Ridiculous match. Yeah, that's a great comeback for Killefish. Oh, no. Killefish are going to LA. Yo, servus Leute, was geht ab? Hier ist wieder euer Shox und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge eines E-Sport Reports und es ist wieder ein bisschen was passiert in der internationalen E-Sport Szene. Es gab ein paar neue Roster Changes, einige Announcements und dazu kommen wir jetzt. Nachdem Justice Pro kein Team für die Regionals hat, also für die amerikanischen Regional Finals der Call of Duty Weltmeisterschaft 2015, haben sie beschlossen, ein Team zu stellen, nur für die MLG Pro League Season und daraufhin haben sie Methods, Felony, Naux und Octane ins Team geholt, die nun für die MLG Pro League Season spielen werden. Auch bei der deutschen Organisation hat sich was getan. Underratics hat bekannt gegeben, dass Cosmo, Sharko und Raiden vom OX Youth Team Underratics verlassen werden und sich einer anderen Organisation anschließen werden. Lediglich Baum bleibt bei Underratics und wir versuchen dort ein neues Team auf die Beine zu stellen. Tommy, der ja jetzt mit Epsilon Esports auf die EU Regionals übernächstes Wochenende reisen wird, hat bekannt gegeben, dass er ein neues Team hat, und zwar Storm. Er wird zwar lediglich noch mit Epsilon auf die Regionals und eventuell auch auf die World Champs fahren, danach wird er aber für Storm spielen. Momentan ist er der einzigste Spieler und er hat auch noch in diesem Interview exklusiv bei Chefinity bekannt gegeben, dass er momentan der einzigste Spieler ist und auch nicht geplant ist momentan, dass das jetzige Epsilon-Team dann rüber zu Storm kommt. Und genaueres findet ihr auch hier in diesem Artikel, den ich euch natürlich mit unten in die Beschreibung verlinken werde. Da könnt ihr euch das mal selber in Ruhe durchlesen. Er spricht auch ein bisschen über die Vergangenheit, dass es Pläne gab, Vitality UK zu gründen und vieles mehr. Ein sehr, sehr interessanter Artikel, den linke ich euch wie gesagt unten in die Beschreibung. Call of Duty hat bekannt gegeben, dass sie ein Personalisierungspaket im Call of Duty Champs Design zum Erwerb freigeben werden und es sieht sehr, sehr cool aus, muss ich sagen. Es gibt hier einen Exosuit, wie man hier sehen kann. Es gibt auch ein Waffenlogo und eine Visitenkarte. Das Ganze ist hier in dem Video zu sehen, das ich euch natürlich unten mit in die Beschreibung verlinken werde. Die holländische Organisation Anisent hat bekannt gegeben, dass sie ein 5000 Euro Preispool-Turnier in Amsterdam veranstalten werden. Dort können insgesamt 16 Teams teilnehmen, auch Teams unter 18 bzw. Spieler unter 18 mit einer Einverständniserklärung der Eltern. Alle wichtigen Informationen findet ihr hier in der Deserto Deutschland News, die ich euch natürlich unten mit in die Beschreibung verlinken werde. Dort findet ihr hier das Formular, ihr findet hier den Ticketkauf und ihr findet hier auch den Vorab-Sign-Up und dort könnt ihr alle wichtigen Informationen rauslesen. Ich poste euch das wie gesagt mit unten in die Beschreibung. Activision hat bekannt gegeben, dass die diesjährige Call of Duty Weltmeisterschaft endlich ein Open Event für Spectator, also für Zuschauer ist. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, euch ab dem 17. Februar auf MLG Tickets zu erwerben für die Call of Duty Weltmeisterschaft in Los Angeles. Wenn jemand von euch Bock hat, dort rüber zu fliegen und ein deutsches Team zu supporten, ist das wie gesagt ab dem 17. Februar möglich. Und es gibt zwei verschiedene Pakete. Einmal ein Gold Package, das beinhaltet ein DLC, exklusiven Call of Duty Weltmeisterschafts Merchandise, also T-Shirts, Caps oder ähnliches, ist nicht genau bekannt gegeben, was das sein wird. Dann gibt es noch ein Personalisierungspaket, Token, was das genau sein wird, weiß ich auch nicht, ist auch nicht bekannt gegeben. Natürlich den 3-Tages-Pass mit Sitzplatz für die Call of Duty Weltmeisterschaft. Dann gibt es noch ein Premium-Package, beziehungsweise ein Platinum-Package, so steht es hier, für $100 für den doppelten Preis. Das beinhaltet den kompletten Inhalt des Gold-Packages, plus einen exklusiven Call of Duty Championship 2015 Hoodie, plus VIP-Sitze. Ich habe bereits vor wenigen Wochen über die ESWC berichtet, dass die ein neues Turnier im Mai announced haben mit $50.000 Preispool, wo die 8 besten Teams der Welt kommen werden. Und dort gab es jetzt ein kleines Regel-Update. Einmal, das haben die hier bekannt gegeben, dass die Spieler 18 Jahre alt sein müssen, um dort mitzuspielen, beziehungsweise wenn die Spieler unter 18 sind, müssen die Eltern mit vor Ort auf dem Event sein. Ansonsten ist es nicht möglich, hier für diese Teams mitzuspielen. Des Weiteren haben die hier bekannt gegeben, wie sich die Nationalitäten von einem Team zusammensetzen können. Einmal, wenn ein Team aus 3 bis 4 gleichen Spielern von der gleichen Nationalität besteht, repräsentieren sie natürlich diese Nation. Hat ein Team 2 Spieler beispielsweise aus Deutschland und 2 Spieler aus England, kann das Team sich aussuchen, für welche Qualifikation sie mitspielen werden, für die deutsche oder für die englische, nur als Beispiel. Und wenn ein Team 4 Spieler von 4 verschiedenen Nationen hat, dann muss dieses Team für die Nationalität ihrer Organisation spielen. Beispielsweise hätten wir von Killerfish jetzt einen Deutschen, einen Engländer, einen Franzosen und einen Spanier, müssten wir für Deutschland spielen, da Killerfish eine deutsche Organisation ist.
Am Wochenende waren die ersten Regional Finals für die Call of Duty Weltmeisterschaft 2015. Am Samstag trafen sich die australischen, die asiatischen und das neuseeländische Team in Sydney für die Regional Finals, für die APAC Regional Finals. Und letztendlich haben sich zwei bekannte Teams durchgesetzt. Einmal Plantronic Mindfreaks, die bereits auf der ESWC 2014 waren und letztes Jahr als Immunity COD bereits auf den Call of Duty Champs waren. Einmal die T1 Dotters, die jetzt für X5 spielen und letztes Jahr auch unter die Top 5 gekommen sind. Und Integral Nation, auch ein australisches Team, also haben sich somit drei australische Teams für die APAC Regionals für Los Angeles qualifiziert. Auch sieben brasilianische Teams haben sich dann am Sonntag getroffen und versucht, um einen Spot nach Los Angeles zu kämpfen. Und letztendlich hat sich dann SSOF Gaming durchgesetzt, die auch bereits letztes Jahr für die brasilianischen Regionen in Los Angeles vertreten waren. Das war's dann mit dem heutigen eSport Report. Ich hoffe, ihr fandet ihn wieder informativ. Wenn ja, wenn er euch gefallen hat, lasst mir bitte einen Daumen nach oben. Da würde mich wirklich sehr, sehr freuen. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Tag und wir hören die Tage wieder voneinander. Bis dann. Ciao, Servus, euer Schocks.